Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Grün zur heutigen Sendung für unsere vierbeinigen Lieblinge. Mein Name ist Landauer Corinna von Angel Trust. Heute habe ich ganz was Spezielles für euch, und zwar bin ich bei der Kendra Silo-Leitner von Tierisch Ganzheitlich, und sie hat heute auch ganz spannende Tipps und Tricks für euch und Spannendes über sich selbst zu erzählen. Und von daher, hallo Kendra. Hallo. Schön, dass wir zusammenkommen für dieses Interview. Und fangen wir gleich an mit, wer bist du, woher kommst du und was machst du? Ich bin Kendra Silberleitner, ich bin zertifizierte Tierphysiotherapeutin und Pferdeosteopathin, habe meinen Standort in Mondsee, bin mobil unterwegs, also fahre zu die Hund daheim hin und zu die Stelle. Und bin zusätzlich in einer Tierarztpraxis tätig und biete da Tierphysiotherapie postoperativ an. Sehr cool. Tierisch ganzheitlich ist ja dein Name sozusagen, wie beim Angel Trust. Was ist dein Konzept dahinter und was geht es dir, wie du sagst, Pferdeosteopathin und Tierphysiotherapeutin, damit es für die Leute ein bisschen greifbar ist, was kann man sich darunter vorstellen? Also ich sehe das Tier als Ganzheit, also Körper und Geist und Seele, also dass man, wenn man ein körperliches Problem hat, nicht nur sich auf das fixiert, sondern auch zum Beispiel die Umwelteinflüsse oder so, oder auch dieses emotionale Geschehen rundherum sieht und dass man da auch drauf eingehen kann. Und da hilft mir auch die Osteopathie, weil man einfach auch die Behandlungsmöglichkeiten vielseitig gestalten kann, dass man zum Beispiel jetzt die Organe mitbehandelt. Mhm. Also bei der Osteopathie kannst du dann direkt die Organe im körperlichen Sinne bearbeiten? Die Organe sind rund eingefasst mit Faszien und auf der Wirbelsäule aufgehängt. Und die haben eine gewisse Eigenbewegung, jetzt nicht wie ein Muskel, aber jeder kennt es, dass der Magen sich bewegt. Und wenn eine Blockade, jetzt nicht im ursprünglichen Sinne eine Blockade, aber in der Bewegung ein bisschen was hakt, dann kann sie das auch auf die Wirbelsäule niederschlagen oder andersrum, dass man eine Blockade in der Wirbelsäule hat und dann der Magen beeinflusst wird. Okay, sehr spannend. Welche Patienten hast du so typischerweise, dass du sagst, mit denen hast du richtig viel zu tun oder auch mit Themen, wo du hauptsächlich auseinandergesetzt bist? Was fällt dir großteils auf? Was ist aktuell? Also da muss man differenzieren, bei den Hunden habe ich sehr oft die Arthrose-Patienten, ältere Patienten, die einfach nicht mehr so rund laufen und natürlich auch mit dem Tierarzt schulmedizinisch behandelt werden, also die Schmerzen weggenommen werden. Und ich bin dann halt dafür zuständig, dass das Gangbild normal bleibt, dass der in Bewegung bleibt, weil wer rastet, der rostet. So auch beim Pferd, also wenn das Pferd irgendwie Boxenruhe hat oder so, dass man halt dem Pferd trotzdem was Gutes tut. Die Pferde sind bei mir auch wegen Taktunreinheiten und muskuläre Disbalancen. Also wenn das Training irgendwie nur in eine Richtung läuft, kann ich das sehen und sage halt dann, da und da müssen wir ansetzen. Was jetzt so aktuell ist, weil wir Frühling haben und weil die Leute rausgehen wollen, natürlich auf den Berg gehen wollen. Und da ist es natürlich so, dass die Überbelastung schnell einmal da ist. Mhm. Wie wir aus dem Winter außer jetzt nicht mehr so trainiert sind wie im Herbst, kann es ja vorkommen, dass die Kreuzbänder nachgeben bei den Hunden zum Beispiel, wenn die so aus dem Auto außer starten. Und also Frühling ist Kreuzbandrisszeit. Mhm, für diese spannend. Also das haben wir jetzt öfters, also auch bei meinen Kolleginnen gehört, dass wieder viele Kniepatienten in die Praxen sind. Mhm. Und was kannst du da gleich mitgeben, dass er sagt jetzt, dass nicht gleich zu einem Kreuzbandriss kommt, oder was dürfen die Leute machen, was sollten sie machen, was achten sie? Also genauso wie bei uns ist die Aufwärmphase das Wichtigste. Also dass man wenn man spazieren geht, den Hund nicht direkt spülen lässt, weil da geht es zu einer Überbelastung oder die treten in ein Loch und haben dann wirklich so eine Verletzung. Und da ist es so, dass ich immer sage, lasst es 10 Minuten an der Leine und dann sind sie richtig aufgewärmt, weil wir starten auch nicht aus dem Stand so einen Sprint, wenn wir nicht trainiert sind. Stimmt, genau.
sonst so diese, weißt du, sagst, beim Pferd zum Beispiel ist wahrscheinlich im Sommer, also jetzt im Frühjahr genauso drauf zu achten, dass man auch langsam angeht. Genau. Okay. Also, dass man dem Pferd gerechtes Training gestaltet, mal mit Bodenarbeit anfängt, weil man kann sehr viel Probleme oder auch prophylaktisch vom Boden aus arbeiten, dass sie erst einmal wieder in die Bewegung kommen. Ich meine, die Pferde werden ganzjährig bewegt, die Hunde sind ganzjährig unterwegs, aber wenn es so auf eine Turnierphase zugeht, dass dann das Training einfach auf das Pferd zugeschnitten wird und langsam geht. Mhm. Und bei diesem auf das Training aufs Pferd zuschneiden, kannst du da dann auch behilflich sein? Siehst du da, wie was trainingstechnisch zu tun ist auch? Ja, an sich gebe ich schon Übungen immer mit, aber ich arbeite da sehr gern mit Pferdetrainern zusammen, dass ich sage, hey, wir haben das und das Problem, die und die Muskelgruppen sollten beansprucht werden und dann kann man miteinander zusammenarbeiten. Mhm. Sehr cool. Wie erkennen denn jetzt, also gerade in deiner ganzheitlichen Arbeit, wie erkennen denn Menschen, dass bei ihrem Tier was nicht stimmt, sage ich mal? Bevor es jetzt wirklich zu einem großen körperlichen Thema kommt, kann man das vorher schon erkennen, was können sie machen? Also es ist so, dass die Hunde mit Verhaltensveränderungen vom Alltäglichen schon sagen, dass was nicht stimmt. Das können Kleinigkeiten sein, dass sie einfach zum Beispiel immer warm liegen wollen oder sie nicht mehr ganz durchstrecken. Das Strecken nach dem Liegen ist sehr wichtig. Daran erkennt man, dass der Hund komplett entspannt war. Mhm. Manche Hunde fangen an, die Pfoten zu benagen oder so, wenn die Pfote weh tut. Also ein deutliches Zeichen, wenn ein Hund Schmerzen hat oder wenn es nicht so rund läuft von den Muskeln her, ist, dass eine Berührungsempfindlichkeit im Rücken entsteht. Also das heißt, dass sie den Rücken bei der Bewegung wegdrucken. Das sieht man sehr stark bei Pferden, die einfach auch durch den Satteldruck so leiden. Also übertrieben gesagt. Beim Pferd sieht man es auch durch einseitige Bemuskelung oder durch Triggerpunkte. Man kann so drüber gehen über die Haut und wenn da halt auch, man nennt es Hartspann ist, ist halt besser, wenn man direkt dran geht. Also wenn man mich anruft und das Problem direkt löst, weil die Muskeln ja, sind einfach das A und O beim Training und wenn der sich nicht mehr so richtig bewegen kann, sind einfach Schmerzen da. Wir kennen das alle mit unseren Nackenschmerzen. Das ist ein beliebtes Problem bei den Menschen. So haben halt die Pferde Triggerpunkte im Rücken. Mhm. Das ist ganz, ganz normal an sich, aber man kann dagegen halten. Mhm. Beim Hund ist es eher so, dass sie auch Pfote beknabbern, wenn zum Beispiel irgendwas hakt. Oder Schmatzen, vermehrtes Hecheln am Abend. Mhm. Also es ist so dieses typische Schmerzhecheln. Mhm. Nicht mit Zungen aus, sondern so ganz, ganz leichtes Hecheln machen die meisten. Ja. Also da waren den Menschen, was auffällt, dass sie sagen, okay, das ist irgendwie auffällig, dann am besten zu einem Tierarzt gehen. Genau, also dann bei solchen akuten Symptomen natürlich zum Tierarzt. Bei so Muskelauffälligkeiten, dass Ohrseiten wirklich weniger ist, da kann man mich anrufen, da kann ich den Rücken checken, ob da irgendwo zum Beispiel ein Triggerpunkt ist. Sonst empfehle ich natürlich auch mit den jüngeren Tieren einmal im Jahr ein Check-up zu machen beim Physiotherapeuten, weil man schon Schwachstellen sieht oder findet und dem Besitzer da helfen kann, dies zu sehen. Bevor es dann mehr oder weniger in Anführungszeichen zu spät ist, würde ich es nicht so direkt sagen, aber bevor es wirklich zum Leiden kommt. Genau, also ich möchte die Leute dazu bewegen, dass sie den Hund genau beobachten, dass man nicht blind wird für den eigenen Hund, weil das höre ich ganz oft, ich sehe das nicht bei meinem Hund. Mhm. Da kann man das Auge schulen und da geht es auch darum, die Sprache von den Tieren zu lernen, weil die sorgen, wann was. So ganz wichtig, ja, das ist, fällt mir auch ganz viel auf und ich habe es eh bei einer Sendung schon mal erwähnt. Also als Tier einfach gut beobachtet braucht, einmal zumindest die Körpersprache des Tieres zu erkennen. Das ist das A und O, denke ich, und nicht ganz blöd gesagt, wie es einem oft auffällt, die Leute mit dem Handy spielen und telefonieren und weiß Gott wo und die Tiere dann was wollen. Ich denke auch, das ist einmal das A und O,
da wahrzunehmen, was hat mein Tier überhaupt, was macht der, genau, was für Körpersprache macht der. Okay, was sagst du, diese Triggerpunkte, wie kann man das verstehen? Ein bestimmter Punkt, der dann schmerzt, oder? Ja, der Muskel zieht sich zusammen zu einem Punkt, der dann verhärtet, mhm, und natürlich auch Schmerzen mit sich bringt. Die Schmerzen bringt er mit sich, weil einfach die Bewegung nicht mehr so gegeben ist, das gleitet nicht mehr so schön und ja, man kann die Triggerpunkte am Anfang sehr gut selbst lösen beim Hund oder bei sich selber auch durch Akupressur. Mhm. Und sonst gehe ich einfach sehr gern in die Massage. Ich gehe nie über einen Schmerzpunkt hinaus, mhm, dass der Hund eine positive Erfahrung hat und sich, mhm, natürlich entspannen kann. Mhm. Also bei mir schlafen auch die meisten Patienten dann ein bei der Behandlung. Da weißt du, das passt. Ja, habe ich nämlich auch schon erlebt, mhm, mit einem Physiotherapeuten bei meinem Hund zum Beispiel. Ich sage, jetzt hat er einfach dieses Einfühlungsvermögen nicht oder so, aber da merkt man so richtig, also das sind gewisse Punkte einfach durch die Arthrose, was meiner hat, dass er wirklich nicht entspannen kann. Also schon von Haus aus in Anspannung, weil der tut mir weh. Mhm. Ja, er ist zwar ein bisschen sensibel, aber, so aber denk auch, das ist gerade wichtig, dass das Tier da entspannen kann, weil wenn es schon angespannt zu dir kommt, oder? Ja. Kann man ja die Arbeit auch gar nicht so machen, wie es fürs Tier, ja, das Beste wäre. Also die Patienten, die skeptisch sind oder ängstlich sind oder wie du sagst, schon Erfahrung gemacht haben, einfach, okay, wenn er mal da drauf fasst, tut es weh, gehe ich ganz langsam vor, aber bei ängstlichen Patienten, dann braucht man halt zwar 3 Behandlungen für die erste Behandlung, aber da hat man halt ein gutes Vertrauensverhältnis und meistens ist es so, dass die Hunde beim 2., 3. Mal sich richtig entspannen, mhm, können, auch, mhm, wenn sie beim 1. Mal skeptisch sind. Mhm. Also großes A und O wahrscheinlich für die auch wirklich dieses Vertrauensverhältnis. Mhm. So, ja, wichtig, genau. Ja. Also besonders bei den Pferden, die auch sehr sensibel reagieren, ist es wichtig, da einfach die kleinsten Reaktionen zu sehen und darauf einzugehen. Mhm. Weil du gesagt hast, man sollte schon als Junghund praktisch, oder als Jungtier anfangen, wird beim Pferd auch so sein. Ab wann sagst du, sollte man wirklich regelmäßig dieses Drüberschauen machen oder nachschauen lassen oder einfach mal nachkontrollieren lassen? Da entscheide ich immer gern vom Training und Nicht-Training bei Pferden. Also ich habe zum Beispiel auch junge Stuten, die wird jetzt erst angeritten, mhm, mit 4, 4,5 Jahren. Da begleite ich das Training mit, weil sie natürlich auch ungewohnte Belastung hat. Und da ist es gut, wenn man schon frühzeitig sagt, okay, bevor man den Sattel auflegt oder bevor man in das Training geht, schaue ich einmal drüber. Dann muss das gar nicht so regelmäßig sein, wenn das Pferd ja umgänglich ist, würde ich sagen. Und bei den Hunden ist es so, da muss man ein bisschen unterscheiden, welche Rasse. Mhm. Bei den Rassen, die so hochschießen, also zum Beispiel die Hoherwarts, die einen Wachstumsschub auch noch mit 11 Monaten kriegen können, mhm, und so, die wirklich schnell wachsen, da würde ich schon in der Wachstumsphase sagen, okay, einmal drüber schauen, wann alles passt. Dann reicht es in einem Jahr wieder. Und bei Sporthunden zum Beispiel, die ja Agility-Turniere gehen oder so, da ist die Regelmäßigkeit einfach Prävention, mhm, dass man die kleinsten Veränderungen sieht oder darauf eingehen kann, wenn er eine, ja, minimale Verletzung gehabt hat, mhm, dann kann man da noch entgegenwirken. Mhm. Was natürlich Sinn macht, weil mit dem Schmerz will ein Hund auch nicht in den Sport gehen. Genau, also beim Sport und beim Training, Prävention ist alles. Mhm. Also auch, genau, bei den Pferden langsam anfangen mit dem Training, auch langsam anfangen mit dem Anreiten, weil die Sehnen und so müssen erst mal nachkommen. Mhm. Also die sind schon da, aber das, genau, ja, einfach auftrainiert werden, mhm, das muss einfach langsam funktionieren. Und sie zusammenwachsen dann letztendlich, ja. Also, genau. Das dann körperlich zusammenpasst überhaupt. Ja. Okay, weil du vorher die Akupressur erwähnt hast, manche sagt ja schon was, manche vielleicht noch nicht. Wir haben ja schon eine Sendung gehabt zu den Meridianen praktisch. Mhm. Ganz kurzer Überblick, weil, mhm, das ist so ein komplexes Thema, dass da wirklich, ich habe es ja erwähnt, schon, weiß nicht, eine eigene Schulung oder Schulung, ein eigenes Studium dafür brauchst. Aber gerade mit der Akupressur, was kannst du dazu auch sagen? Also ich habe den Tierheilpraktiker mitgemacht in, mhm, meiner Ausbildung und habe da auch die TCM von Grund auf gelernt.
setze sie sehr gerne ein, bei den Pferden und bei den Hunden. Bin ich eigentlich so, dass ich immer schaue, was der Patient mir sorgt. Auch von den Meridianen her, die kann ich austesten, wo das Problem liegt. Oder es zieht mich direkt zu einem Punkt hin, dass ich sage, okay, das ist der Punkt, das kommt ein bisschen aufs Gefühl drauf an. Ich mache auch so Akupunkturkonzepte, dass ich wirklich mit dem Besitzer alles berät, was das Tier ausmacht und von allen Seiten beleuchte, was das Problem so umgibt. Und dann mache ich gern eine Laserakupunktur, also ein Konzept. Das sind meistens so 3-4 Punkte gut aufeinander abgestimmt. Okay. Und unter dieser Akupunktur kann man jetzt nicht verstehen, das ist Nadelstechen, was man kennt, gell? Genau. Sondern wie du sagst, das ist mit Laser, mit Lichtenergie. Genau. Dass du die einzelnen... Also bei den Nadeln muss man sich selber entscheiden, ob man es sediert oder aktiviert, also tonisiert. Und beim Laser entscheidet der Punkt selbst, wie viel Energie er nimmt. Das finde ich ganz schön. Bei den Nadeln hat man den Vorteil, dass sie alle zusammenwirken. Aber es ist dem Tierarzt vorbehalten. Richtig. Genau. In Österreich zumindest. Ja. Genau, von daher die Laserwirkung. Und gibt es da verschiedene Laserfarben oder unterschiedliche, wie soll ich sagen, Intensität von Laser? Ist das immer dasselbe? Also es kommt auf die Wellenlänge drauf an, vom Licht. Zum Beispiel Infrarot hat eine andere Wellenlänge als jetzt UV. Und da habe ich einen ganz speziellen Laser, das ist ein Rotlicht, also ein Low-Level-Laser. Es gibt aber zum Beispiel auch grüne Laser, die setze ich bei Hautregeneration ein. Okay. Die sind dann extra dafür abgestimmt, dass man halt die Hautregeneration fördert. Okay. Und weil du auch sagst, wann jetzt zum Beispiel, die zieht zu einem bestimmten Punkt hin. Oder auch körperlich, hast du ja vorher erwähnt, dass Muskeln irgendwie jetzt die dann ja auch verspannen und einen Punkt erzeugen praktisch. Aus der TCM weiß man ja, dass das mit den Meridianen bestimmte Themen dahinter haben. Erkennst du da auch, welcher Meridian jetzt dahinter steckt? Und diese tiefe Ursache dazu noch, wie löst sie da was? Es ist ja alles ein Verlauf durch den ganzen Körper, die einzelnen Meridiane. Genau, also die Meridiane sind ja hintereinander weggeschalten und haben auch immer wieder Kreuzungspunkte. Und mir zieht es meistens zu den Punkten hin, die gerade aktuelle Themen sind. Und ich behandle ja erst nach einem Erstgespräch über das Tier, also ich weiß schon ein bisschen. Und ich mache die Akupunktur, also Laserakupunktur, gerne noch 2-3 Sitzungen, dass ich das Tier schon kenne. Und dass ich weiß, auch wo die chronischen Probleme liegen. Und da kann ich dann darauf abstimmen, wenn zum Beispiel ein Punkt im Blasenmeridian liegt, dass ich weiß, okay, der hat jetzt ein Magenproblem oder ein Darmproblem, dann nehme ich natürlich nicht den Punkt, der mit der Niere in Verbindung steht. Okay. Ja. Aus was für einem Grund? Weil ich einfach das positiv beeinflussen kann, wenn das Pferd schon ein Magenproblem oder ein Darmproblem hat und er zum Beispiel da eine Blockade in dem Bereich zeigt am Blasenmeridian, dann setze ich das gern ein, dass ich erstmal den Punkt löse, der einfach in Verbindung steht mit dem Darm. Und zusätzlich könnte ich dann auch noch mit der Osteopathie, also mit der viszeralen Osteopathie, den Darm lösen. Das wäre jetzt so mal so ein kleiner Einblick in so eine Behandlung. Ja, wie du sagst, weil es ist eh so umfangreich und grundkomplex, dass man es gar nicht alles erwähnen kann. Okay, was noch? Auch was diese Thematiken jetzt angeht, das interessiert mich einfach als Tierenergetikerin, das tiefer Wissende. Was fällt denn da besonders auf? Welche Blockaden sind da großteils da oder gerade auf diese Meridiane auch bezogen? Mit also, den Themen dahinter. Was ist gerade das, was du sagst, das fällt dir so auf, dass das jetzt so typisch fast ist in unserer Gesellschaft mit unseren Tieren? Gibt es da irgendwas? Also ich kann von meiner Erfahrung aus sagen, dass die Tiere uns spiegeln. Also was der Besitzer für Probleme hat, sei es ein Reizdarm oder sei es einfach Migräne oder so, die Hunde und auch die Pferde nehmen das auf. Beim Pferd ist es nur ein bisschen extremer, weil man drauf sitzt, also wenn der Mensch ein Hüftproblem hat oder immer wieder eine Blockade im Brustwirbelbereich,
dann spiegelt sie das oder schlägt sie das auf den Rücken des Pferdes nieder, weil man ja drauf sitzt. Bei Hunden hat man zum Beispiel jetzt in der letzten Zeit, habe ich das sehr oft gehabt, dass sie die Trauer mittragen. Wenn zum Beispiel ein Familienhund, ein Zweithund stirbt, bin ich ganz oft dabei, einfach Trauerarbeit mit den Tieren zu leisten. Auch über die Akupunktur, das geht sehr gut, dass sie loslassen können. Manche zeigen auch ganz eigene Verhaltensweisen nach dem Tod. Da kann man die Besitzer gut unterstützen, dass man das wirklich herausfiltert, was jetzt anders ist. Und ich habe zum Beispiel einen Hund, der hat zugenommen unheimlich, als der andere Hund gestorben ist. Aber dann war natürlich auch die Besitzerin so, dass sie dieses Leid mit Essen stillen wollte. Und da macht man dann einfach den Besitzer darauf aufmerksam. Ja. Also du sagst, großteils ist ja immer dieser Spiegel, das Übernehmen vom Besitzer. Ja, es gibt da ganz eigene Themen aus der Vergangenheit zum Beispiel, die die Tiere mitbringen. So im Hundebereich sind es die Tierschutzhunde, die meistens so eine Vorbelastung mitbringen. Ja. Da bin ich immer so, dass ich einfach schaue, was die Hunde mir sagen auf jetzt die Behandlung hin oder in der Behandlung direkt. Die meisten Tierschutzhunde sind sehr skeptisch erst einmal. Und da können auch Verhaltensweisen aufkommen oder Reaktionen aufkommen, die der Besitzer noch nie gesehen hat. Aber die kann man dann genau zuordnen, was da jetzt gerade war, also mit welchen Griff ich das zum Beispiel ausgelöst habe. Man muss auch sagen, die Tierschutzhunde, der Gedanke ist super und ich verstehe jeden, der einen Tierschutzhund nimmt. Aber die haben meistens in den ersten paar Monaten keine gute Ernährung gehabt und damit sind Probleme vorprogrammiert. Also ich möchte jetzt gar nicht alle über einen Kamm scheren, aber da sind Gelenksprobleme schon einfach oft mit dabei, muss man einfach ehrlich sagen. Genau. Das ist was auffällt, das fällt mir auch ganz viel auf, wie du sagst, gerade aus Tötungsstationen, Tierschutz und Co. Genau, weil sie auch im Zwinger so viel liegen müssen. Ich habe einen Hund in der Behandlung gehabt, der hat keine 10 Sekunden auf 4 Beinen stehen können. Dann hat er sich fallen lassen, der hat keine Muskelkraft gehabt, dass er sich richtig schön langsam hinlegen hat können. Ist natürlich ein guter Ansatzpunkt, die Muskel aufzubauen und einem zu sorgen, dass man sie nicht auf die Gelenke fallen lässt. Aber da muss der Besitzer auch dran denken, dass man das nicht so lässt, weil der schädigt seine Gelenke jedes Mal, wenn er sie fallen lässt. Und der hat jetzt mittlerweile 40 Kilo, der Hund. Ist natürlich dementsprechend viel. Und da sind wir froh, dass er mit der Muskelkraft jetzt schön hinlegen kann. Sehr gut, so wichtig, ja. Bei den Tierschutzhunden ist auch noch ganz wichtig zu sagen, dass man nicht an der Vergangenheit festhalten soll. Also, dass man nicht diese Themen immer wieder in die Gegenwart mit einholt. Ja, die haben schlimme Erfahrungen gemacht, aber die brauchen im Hier und Jetzt kein Mitleid mehr. Die leben auch nur im Hier und Jetzt. Also, man hat immer eine Momentaufnahme, die schauen nicht in die Zukunft und die schauen auch nicht in die Vergangenheit. Genau. Der Hund kann meistens damit selbst besser umgehen. Ich habe zum Beispiel, ein großes Beispiel wäre auch, wenn man eine Amputation am Hund vornimmt, ein Bein abnimmt, der Hund braucht ungefähr 2 Wochen, um das gut zu handeln. Zum Akzeptieren braucht er viel weniger, weil er damit nicht hadert. Er kann nicht drüber nachdenken, das ist jetzt so und der geht damit super um. Es sind eher die Besitzer, die ihn bemitleiden oder sich Sorgen machen, dass er das nicht so hinkriegt. Die meisten Hunde kriegen das sehr gut hin. Wie du sagst, und allein durch dieses Sorgen machen und bemitleiden, ich tue mein Hund letztendlich wieder nichts Gutes. Weil wir schon gesagt haben, gerade der Spiegel und man sie übernehmen und so. Oder? Genau. Und zu den Pferden kann ich nur sagen, was die so übernehmen oder was die ja einfach nur in den Zellen drinnen haben. Ich habe ein ehemaliges Springpferd in der Behandlung und bei den Behandlungen kommt ganz früh viel Frust außer. Also ihr löst ihr immer wieder das Brustbein oder auch den Brustkörper, weil die Springpferde natürlich drauf landen, von der Biomechanik her. Und da zeigt sie Übersprungshandlungen, die gehen bis zum Beißen. Also das ist einfach Frust, der außer muss und auch gut ist, dass er außer kommt,
weil die Springpferde natürlich auch sehr viel schlucken. Mhm. Die kompensieren sehr viel. Mhm. Die Sportpferde sind auch, haben eine dicke Haut. Mhm. Und da ist schon was ganz im Argen, wenn die das deutlich zeigen. Mhm. Okay. Also da kommt viel auch von der Vergangenheit aus, sowas außer muss. Das heißt nicht, dass sich das Pferd damit beschäftigt, immer wieder in Gedanken, sondern mhm. wenn man das dann löst, dann ist es so ein Aufatmen. Mhm. Genau, eben gerade, wie wir vorher erwähnt haben, mit der TCM, mit diesen einzelnen Thematiken dahinter, genau. kann natürlich sich da was lösen und sich dementsprechend auch zeigen, was ja auch wieder gut ist, weil man sagt, das löst ja was. Genau, und es ist auch so, wenn in den Zellen, was drinnen steckt, die Zellerinnerung ist da und dass man da einfach auch Entspannung einbringt, dass der Muskel oder einfach die Zellen an sich nicht mehr so reagieren, wie mhm. sie in dem Fall, wenn der Sprung fertig war, reagiert hat. Mhm. Ja, sehr spannend, gell? Genau. Zum Abschluss noch, hättest du noch irgendwelche Tipps und Tricks, irgendwas für die Zuhörerinnen und Zuhörer, für ihre Tiere direkt zum Umsetzen? Also es ist bei mir so, dass ich bei den meisten Behandlungen immer Übungen mit heim gebe, mhm. die speziell zugeschnitten sind auf den Hund also, oder auf das Pferd. Also wenn der Hund ein Problem hat, dann bitte nicht Übungen aus dem Internet ziehen und die jeden Tag machen, weil damit kann man auch Probleme verschlimmern. Mhm. Da erst einmal zu mir kommen, ich schaue mir den Hund gern an oder auch das Pferd. Es gibt so ganz einfache Übungen, einfach, dass man den Hund jetzt auch daheim beschäftigen kann. Das sind zum Beispiel die einfachen Übungen, die Sitz-Steh-Sitz-Steh-Übungen. Mhm, das ist wie Sit-Ups bei uns, mhm. dass man einfach, nein, nicht wie Sit-Ups, entschuldige. Wie Kniebeugen. Ja, aber Sport ist Sport. Muskeln wirkt stärker. Ja, genau, Kniebeugen. Ja, wie Kniebeugen bei uns, damit stärkt man die komplette Hinterhandmuskulatur. Mhm. Das kann man natürlich beim Pferd nicht machen, mhm. Aber da gibt es andere Übungen, wie zum Beispiel Stangentraining oder so. Mhm. Da erst einmal mit großen Abständen anfangen, dass das Pferd die Stange erst einmal kennenlernt und nicht direkt mit 4, 5 Stangen arbeiten. Die müssen erst einmal die Koordination hinkriegen. Bei den Hunden kann man auch ganz gut Pfötchen geben anfangen. Meistens fängt man das im Sitz an. Es sollte dann darauf hinauslaufen, dass man das im Stehen macht, mhm. weil die Pfote, die hochgehoben wird, geht in die kontralaterale Seite nach hinten. Also mhm. wenn man die rechte Pfote vorne hochnimmt, dann geht die Spannung, die Muskelkraft nach links hinten. Mhm. Und damit trainiert man diese Seite. Mhm. Und das sind so ganz kleine Übungen, die man machen kann. Also generell die ganzen Muskeln dann praktisch von der Pfote über den Rücken bis zu der Hinterhand mhm. praktisch. Es ist nicht nur von den Meridianen verschalten, es ist im Körper alles verbunden durch die Faszien. Mhm. Deswegen können Sie auch Probleme auf die andere Seite spiegeln oder auf die andere kontralaterale Seite spiegeln. Und das fällt einem dann erst auf, wenn man in der Behandlung ist und sagt, okay, eigentlich haben wir ja zwei Probleme, die miteinander verbunden sind. Mhm. Wenn man die beide löst, dann kann das Tier wieder rundlaufen. Mhm. Okay. So möchte ich den Besitzern mitgeben, geht's nicht nur auf Asphalt. Mhm. Also die Hunde haben genauso wie wir Fußreflexzonen, die haben genauso Nervenbahnen in den Füßen. Wenn man so ein bisschen ja, einfach ins Unterholz geht, natürlich angeleint, geführte Bewegungen sollte man machen. Dass man von der Straße vielleicht in den Graben einmal abseits geht oder in die Wiese geht, dass sie einfach ein anderes Gespür haben. Das kann man auch gut mit Pferden machen, dass einfach ein anderer Untergrund ist, dass der Huf Arbeit hat, das auszugleichen. Okay. Und da sind natürlich langsame Bewegungen wichtig, aber da kann man einfach den Spaziergang auch schön gestalten, dass man neue Gerüche hat oder so oder andere Untergründe. Mhm. Dass man ein bisschen darüber nachdenkt, okay, wo gehe ich halt? Wie du sagst, ist ja für den Kopf allein ja auch schon irgendwie interessant, einmal Abwechslung. Es ist ja auch den Hunden- und Pferdenfahrt, wenn man immer nur dasselbe sieht. Genau, also da ist halt auch
Spaß im Vordergrund, nicht zu schnell. Mhm. Ich sage das deswegen so oft, weil man die Hunde nicht ins Unterholz rasen lassen soll. Mhm. Mhm. Weil das bringt dann recht wenig, außer im schlimmsten Fall eine Verletzung. Mhm. Und da ist wirklich auch dieses Zusammenspiel zwischen Besitzer und Hund ganz wichtig. Mhm. Das ja, sagt auch jeder Hundetrainer, dass die Hunde dann mehr auf den Besitzer fixiert sind, wenn sie so ein Zusammenspiel erleben, auch im Alltag immer wieder erleben, mhm, und sie auf den Besitzer fokussieren und Neues erleben. Mhm. Stärkt ja die Vertrauensbasis. Genau. Das ist auch irgendwie so das A und O, diese Vertrauensbasis, dass das gut harmonisch funktioniert zwischen Mensch und Tier. Zu der Fußreflexzone bei Hufen, ist das bei Pferden auch? Haben die auch eine Art Fußreflexzone? Naja, es ist so, dass die Pferde ja eigentlich auf der Zehe stehen, mhm, auf der dritten Zehe. Und der Huf an sich ist aus Horn, wie unser Fingernagel. Genau. Trotzdem kann man gewisse Stöhnen, da sind wir wieder bei den Meridianen, mhm, am Huf auch finden, die sich auf den ganzen Körper niederschlagen können. Die Fußreflexzonen, wie bei uns und auch bei den Hunden, kann man beim Pferd weniger finden, weil sie einfach diese dicke Hornschicht, mhm, haben. Mhm. Aber da arbeite ich sehr gern mit den Meridianen. Mhm. Macht dann Sinn, ja, weil die laufen ja dann durch. Genau. Genau. Man erlebt, oder man sieht ja, oder tut man auch ganz gern, gerade im Sommer, kaltes Wasser, Hufe, gut, schlecht. kann man das so grob sagen? Bei einem gesunden Tier, das keine Probleme hat, auf jeden Fall. Good. Man muss nur darauf achten, wenn es Hufprobleme hat, mit dem Tierarzt Rücksprache halten, weil Kaltes Wasser ist immer eine Minderdurchblutung und hat aber auch eine Durchblutungsförderung als Folge. Mhm. Und wenn man das bei dem Hufproblem nicht auslösen sollte, dann ist auch kaltes Wasser kein Thema, also ein, mhm, Tabuthema. Mhm. Aber bei zum Beispiel die Hunde oder so, dieses Wassertreten geführt am besten. Sehr gut. Bitte die Hunde nicht ins Wasser schießen lassen, am Steckerl hinterher, weil die Kraft einfach vom Wasser gegen die Gelenke rollt. Mhm. Okay. Also wenn die in so ein gestehendes Gewässer reinlaufen, haben sie einfach Druck auf den Gelenken. Mhm. Im Wasser oder nimmer. Ich, mhm, meine, wir kennen alle das Unterwasserlaufband. Das, mhm, ist richtig klasse für, mhm, die Hunde. Und auch wenn die kontinuierlich im See schwimmen, ist das auch richtig gut. Wenn man so Muskeltraining im Wasser machen möchte, dann sollte man sich einen Bach suchen, mit dem Hund am Ufer entlang gehen oder im Sommer dann selbst, mhm, kneipen und einfach langsame Bewegungen den Hund machen lassen, weil die haben natürlich dann auch Arbeit, im Wasser darüber nachzudenken, was jetzt gerade die Unterlage ist und sich darauf zu konzentrieren, weiter zu steigen. Mhm. Und das fördert nicht nur an sich die Muskeln, sondern auch, ja, das Gedächtnis. Genau, wie du sagst. Körper, Geist und Seele letztendlich. Genau. Und eine Frage habe ich noch, weil du vorher erwähnt hast, diese Kniebeugen für Hunde. Ich spreche jetzt einfach von meiner Erfahrung mit meinem Hund, der ja Arthrose hinten in den Gelenken hat. Inwiefern ist das da dann sinnvoll? Weil es tut einem ja weh, denke ich immer, soll ich jetzt trotzdem sowas machen? Ist es sinnvoll, lieber nicht? Oder auch mit HD zum Beispiel, mit dem Kreuz? Mhm. Also es ist sicherlich da erst einmal wichtig, Rücksprache mit dem Tierarzt zu halten, der auch diese Sachen diagnostizieren kann. Bei der Arthrose ist es so, wer rastet, der rostet. Also wenn sie einen akuten Schub haben, also die Arthrose aktiv ist, sollte man das Tier schon schonen. Jetzt aber nicht schonen, dass sie 3 Tage auf der Couch, mhm, liegen. Aber dann mit kontinuierlicher Bewegung wieder in Gang bringen. Mhm. Bei solchen Übungen mit Sitz, Steh, ist an sich nichts Falsches dran, auch beim Arthrose-Patient. Mhm. Besonders, wenn die Arthrose noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass das Gelenk beeinflusst ist. Mhm. Es ist aber auch so, dass man im Ermessen des Tieres handeln sollte. Wenn der Hund sich schwer tut beim Sitzen, dann bitte nicht die Übung machen. Mhm. Oder zu mir kann man abchecken lassen, welche Übung man machen kann. Sehr cool. Ja, super, danke, liebe Kendra.
für Gerne. Das interessante Interview. Wir sind am Ende der Sendezeit angelangt. Wenn ihr nur irgendwelche Fragen oder Anliegen habt zu diesem Thema, beziehungsweise auch Interesse habt, dass sie die Kendra euer Tier anschaut beziehungsweise begleitet, dürft ihr euch gerne bei ihr melden unter info@tierischganzheitlich.at oder auch über ihre Homepage tierischganzheitlich.at. Sie freut sich bestimmt. Ja. Und somit nochmal danke an dich. Alles Liebe für euch und eure Tiere und für eure Verbindung miteinander und bis zum nächsten Mal.